Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Satinas Kitten. Ja, und wir sind immer noch hier im Keller. In der Mühle, meine ich natürlich. Haben uns gerade befreit und ja, ich sagte gerade Keller, weil wir immer noch vor diesem Kellerloch stehen. Da haben wir ja Schluss gemacht bei der letzten Folge. Ja, wir konnten nicht reinspringen und ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Plan, was wir jetzt überhaupt tun sollen. Ja, er will ja dann nicht reinspringen. So. Natürlich nicht. Nee, okay. Es ist ja immer noch zu dunkel, ne? Was ist da unten? Es ist dunkel. Es ist dunkel. Willst du einmal für mich nachschauen? Nicht jetzt. Ich habe überhaupt keinen Plan. So, Nori, wir brauchen hier nochmal Licht. Schmeiß ihr einfach den Hocker hoch und sie erledigt dann da den... Das lasse ich lieber. Draußen vor der Tür. Schmeiß sie, ja, da, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Soll den Hocker da auf den Typen vor unserer Tür schmeißen. Dann können wir ja auch raus. Aber das macht sie nicht. Danke für die Scherbe, Nori. Ach, die arme Nori. Bringt alles nix. Was ist denn das? Wo kommt denn das her? Stroh? Warum finde ich das jetzt erst? Habe ich hier schon wieder irgendwas übersehen? Oh Mann. Bin ich immer so schnell eigentlich... Dachte ich immer, ich gucke hier ganz in Ruhe alles ab, jeden Zentimeter. Ja, das machen wir jetzt auch nochmal. Nicht, dass ich doch wieder irgendwas... Ich scheine ja die... Das Stroh habe ich ja vergessen. Schon mal übersehen. Die können wir auch definitiv nicht. Ins Kellerloch kommen wir einfach nicht. So, das ist das Loch. So, hatten wir die Tür schon mal. Ich glaube ja, ne, da konnten wir ja nicht lang wegen dem Typen. Solange der Unhold draußen wacht, wäre das Selbstmord. Der Unhold. So, wir müssen definitiv hier was ins Loch machen. Oder schmeißen oder so. Komm, wir probieren jetzt alles aus. Schere rein, warum auch immer. Stechen, schneiden oder einritzen, das geht hier nicht. Warum sage ich eigentlich Schere? Das ist eine Scherbe. So, die Säge? Natürlich nicht. Nö. Ich komme jetzt wieder total klug vor, das hatten wir schon. Messer, wozu? Feuerchen machen? Das sollte nicht brennen. Aber dann wäre es hell und wir könnten vielleicht rein. Obwohl, andererseits würde dann ja auch Rauch entstehen und wir würden keine Luft kriegen. Nun gut, Wasser ist auch total Quatsch. Warum soll ich dann Wasser reinschmeißen? Also, so nicht. Ja, das sage ich hier bei dem Wasser und probiere es gleich mit diesem komischen Maßstab. Was haben wir denn? Was sagt ihr denn eigentlich zum Feucht Stroh? Und modrig. Okay. So, wie waren wir bei der Decke? Auf der anderen Seite hängt sie noch durch. Alles klar. Okay, Ron, jetzt verstehe ich. Du willst hier... Ja, das... Der macht eine Falle, glaube ich, ne? Aber sie hängt noch durch, meint er. So hält die Decke noch nicht. Der baut eine Falle, na klar. Und dann packen wir das Stroh rüber und schon sieht man es nicht, naja. So hält's nicht. Was haben wir denn? Messer oder Waldsägenscherbe? Keine schlechte Idee, sie festzunageln. Aber die Scherbe wird nicht halten. Ja gut, dann bleibt ja eigentlich nur das Messer übrig, ne? Das kann man noch reinstecken, weil die Schere, die wird ja... die Schere. Oh, was habe ich denn mit meiner Schere? Die Säge wird ja auch nicht großartig halten, ne? So ein Messer kann man ordentlich in den Boden rammen. So. Ah. Jetzt soll das Biest nur kommen. Und wenn es im Dunkeln sehen kann? Ich sollte die Falle tarnen. Was machen wir mit dem Stroh? Auf die Idee kam ich. Hihi. So, Stroh. Gut. Das muss klappen. Nori, du kannst jetzt... Oh weia. Nori? Verdammt. Gut, ich habe jetzt auch gedacht, hoffentlich macht er jetzt die Luke auch wieder zu. Sehr schön. Ist die jetzt auch verschlossen? Ich hoffe. Und unser Messer, ist das jetzt weg? Ich glaube schon, das ist mit reingepurzelt. Nun gut, ich würde sagen, keine Zeit verlieren, ne? Wir müssen Nori helfen. Nori? Wach auf, wir müssen weg. Was? Wo bin ich? Keron? Komm mal runter, Nori, los. Kletter zu mir herunter. Oh, ich bin so müde. Lass mich noch etwas ausruhen.
Das geht nicht. Wir müssen hier weg. Mhm. Nori drängen? Wir können hier nicht bleiben. Giron, ich will nicht mehr. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Wir müssen hier weg, sonst geschieht etwas Schreckliches. Ich kann nicht. Geh ohne mich. Eieiei, Feenforscher. Ich habe den Feenforscher gesprochen. Ich weiß, wie alles wieder gut wird. Wirklich? Ja, natürlich sagen wir die Wahrheit. Wir lügen doch nicht. Wahrheit. Wir bringen dich zurück in deine Welt. Nein, niemals. Ich bleibe hier. Es ist der einzige Weg. Dort bist du sicher vor dem Seher. Und du kannst wieder richtig zaubern. Und Andergast wäre auch gerettet. Hör auf, hör auf, hör auf! Nori. Geh weg! Wenn wir noch lange hier bleiben, kommt die Kreatur zurück. Oder der Rabe. Ich habe keine Wahl. Mist, okay. Dann müssen wir natürlich jetzt lügen, obwohl ich kein Fan von Lügen bin. Aber nun gut, was sollen wir machen? Wir müssen ja Nori retten. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Der Feenforscher erzählte von einem Feentor im Norden, am Ende der Welt. Es führt in ein wunderschönes Reich, weit weg vom Seher. Dort wärst du sicher. Wie heißt das Reich? Fanglari. Es heißt Fanglari. Und er hat mir auch gesagt, wo wir das Tor dorthin finden können. Fanglari? Ja, aber um dorthin zu gelangen, musst du sofort runterkommen. Ich kann nicht. Es ist nur ein Hopser. Schau, ich fang dich auf. Bau mir eine Treppe. Eine Treppe? Wie soll ich dir denn eine Treppe bauen? Also gut, ich lasse mir etwas einfallen. Also gut. Bin gleich zurück. Lassen wir uns etwas einfallen. Da sind wir ja so gut drin. So, auf jeden Fall haben wir den Schemel, den werde ich mal da irgendwo hin platzieren, oder nicht? So, auf dem Stich. Schau, die Treppe. Komm jetzt. Ich weiß nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Nori! Erzähl mir mehr von Fanglari. Ist es schön dort? Eieiei, wir haben doch gar keine Zeit jetzt hier für so einen Quatsch. Aber was sollen wir machen, ne? Das Land Fanglari, Freiheit in Fanglari, Zaubern in Fanglari. Eieiei, ich fange mal mit Freiheit in Fanglari an. In Fanglari ist jeder frei wie ein Vogel. Jeder kann dort fliegen. Selbst ein Mensch wie ich. Wir könnten zusammen durch den Himmel fliegen. Es gibt sogar Regenbogenbiber, aber nur im Sommer. Danach fliegen sie in den Süden, in ein anderes Reich. Wenn du sie dieses Jahr noch sehen willst, müssen wir uns beeilen. Das klingt seltsam. Was gibt es dort noch? Zaubern in Fanglari. Das Unglaublichste ist, jede Fee kann in Fanglari zaubern, ganz ohne Schmerzen. Wird sie nicht schwach? Es ist doch ein fremdes Reich. Alles in Fanglari ist voll mit Feenzauber. Darum verlierst du keine Kraft, sondern benutzt die aus dem Wind oder aus dem Meer. Du bist eins mit der ganzen Welt. Das klingt schön. Das will ich. Gut, wir haben sie gleich. Wir sprechen aber doch noch über das Land Fanglari an sich. Mal gucken, was sich Giron einfällt. Fanglari ist ein Reich voller Magie. Der Himmel dort ist grün, wie die Weiden im Sommer. Und die Sterne funkeln sogar bei Tag. Ich habe noch nie einen grünen Himmel gesehen. Und wenn du nicht schnell herunterkommst, wirst du ihn auch nie sehen. Was gibt es dort noch? Na nicht, das hätten wir ja zuerst drücken sollen. So, komm, Nori. Komm herunter, bitte. Komm herunter. Dann führe ich dich nach Fanglari. Ich versuche es. Aber ich brauche noch eine zweite Stufe. In Ordnung. Ach ja. Aber dann kommst du auch wirklich runter. Versprochen. Als hätte ich's nicht geahnt. Okay, Steg, Balken. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Wir brauchen eine zweite. Wenigstens die Balken sind noch stabil. Eine zweite Stufe, ja. Vielleicht einfach das da so zwischenliegen. Gleich hast du es geschafft. Was ist mit Herrn Rabe? Wir müssen auf ihn warten. Das war gut, aber super. Da sagen wir jetzt auch die Wahrheit. Auf das hören wir da nicht. Der Rabe ist gefährlich. Er ist ein Spion des Seers. Wir müssen hier weg sein, bevor er zurückkommt.
Das stimmt nicht. Herr Rabe hat uns immer geholfen. Vertrau mir, ich würde dich niemals anlügen. Du mochtest ihn einfach nie. Na, ist klar, dass sie uns jetzt natürlich nicht glaubt. Du musst mitkommen, jetzt! Kommt sie denn jetzt wenigstens oder nicht? Ich glaube, sie ist runtergekommen und es geht weiter. Gerons Worte gaben Nuri neue Kraft. Sie wollte alles wissen, was der Forscher ihm über das verborgene Reich erzählt hatte. Wo lag es? Hinter den Bergen? Hinter den Sümpfen? Warum war es so geheim? Sie stellte sich ein Land ohne Zeit vor, ohne Erinnerung und ohne Zukunft. Ein grenzenloses Land ohne Horizont. Gerons Lüge nahm Gestalt an und in Nuris Kopf entstand das verzauberte Reich Fanlari. Unterdessen trug der Fluss das kleine Boot nach Norden, der Schmugglerstadt Enqui entgegen, den stinkenden Schwefelseen der Brinasca Marschen. Selbst Nuri gefiel es hier nicht. Sie sah ein, dass sie Gerons Welt verlassen musste, solange der Seher hier nach ihr suchte. Das machte sie wieder traurig. Aber vielleicht konnte sie Geron ja mitnehmen. Warum nicht? Weil es unmöglich ist, Nuri. Ich muss nach Andergast zurück. Goswin? Menander, Goswin? Was ist denn in Andergast? Es ist meine Heimat. Macht bitte auf! Das ist doch das Haus, das uns beschrieben wurde. Vielleicht ist niemand zu Hause. Da muss jemand sein. Wir brauchen dieses Prisma-Ding. Der Feenforscher hat gesagt, es ist der Schlüssel nach Fanglari. Sucht ihr Menander Goswin? Dann verschwendet ihr eure Zeit. Wie meint ihr das? Sag du zu mir! Hier mag niemand dieses förmliche Gewäsch. Goswin wurde tot aus dem Svelte gefischt. Vor etwa einem Jahr. Und unsere Pechsträhne geht natürlich weiter. Oh Mann. Was uns hier alles erwartet? Ach je, jetzt ist Goswin auch noch tot. Gut, aber wer ist er überhaupt? Wer bist du überhaupt? Mein Name ist Jarl. Ich bin Geron. Und das ist Nuri. Und ihr beide seid zum ersten Mal in Enqui. Woher ich das weiß? Ich höre zu. Ich bin das Ohr der Gassen und ihr flüsterndes Gewissen. Beeindruckend. Ich kann euch auch das ein oder andere besorgen. Wir wollen noch näher etwas über Goswins Tod erfahren. Wer hat Goswin das angetan? Er sich selbst natürlich. Wie eine Menge anderer Leute in der Stadt. Und was steckt wirklich dahinter? Oh, in Enqui kann man sich die verschiedensten Feinde machen. Schmuggler, Walfänger, Torwaler. Frag dort im Badehaus, wenn du mehr erfahren willst. Wenn du Glück hast, plaudert die Baderin für umsonst. Weißt du etwas über das Prisma? Goswin besaß ein Prisma. Weißt du etwas darüber? Ein Prisma. Ohne dass mein Beutel klimpert, weiß ich nur, dass Goswin eines hatte. Was weißt du denn darüber? Auch nichts weiter. Vorsichtig, hä? Solltest du auch sein. Na ja. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Jo. Ahoi. Ahoi, also. Nun gut, wir gucken erstmal. Aufzeichnung des Feenforschers. Warum sind die denn jetzt so komisch? Egal. Wir gucken erstmal in unser Tagebuch. Da müsste ja jetzt ein neuer Eintrag sein. So, wir waren, wenn mich nicht alles täuscht, bei 17, oder? Bei neue Aussichten. Dann waren wir bei 18. Und jetzt sind wir bei 19. Das Prisma. Was habe ich angerichtet? Nuri setzt all ihre Hoffnungen auf das verborgene Reich Fanglari. Und mich will sie mitnehmen. Sie ahnt nicht, dass das Feentor zurück in ihre verhasste Heimat führt. Aber wie finde ich das Tor? Der Feenforscher hat mich nach Enqui und
zu seinem Kollegen Menander Goswin geschickt. Der soll eine Art Zauberkristall besitzen, ein Prisma. Mit dessen Hilfe wäre es angeblich möglich, das Feentor in den Sümpfen zu finden. Aber Goswin wurde ermordet und das Prisma ist verschwunden. Ja, und da stehen wir nun in Enqui, wissen weder ein noch aus. Haben hier diesen netten Jare kennengelernt? Okay. Aber ich denke mal, bevor wir jetzt mit Nuri sprechen, gucken wir erstmal, was wir hier alles so entdecken können. Eine Effard-Statue haben wir hier schon mal. Sieht aus wie Poseidon, ne, mit dem Dreizack hier. Vielen Dank für den Regen, Effard. Ich würde mich nicht so lässig an ein Abbild eines zornigen Meeresgottes lehnen. Ja, dazu sollte man schon ein Liebling der Götter sein. Oh jo. So, Goswins Haus. Du glaubst mir wohl nicht. Der Mann ist tot. Ja, ich glaube schon. Goswin ist also tot. Wie sollen wir jetzt das Feentor finden? Wir müssen herausfinden, wo dieses Prisma ist. Richtig. Und vielleicht ist es ja noch in seinem Häuschen drin. So, was ist denn das? Gerümpel. Lauter Gerümpel, ja. Müll, würde ich das nennen. Wer wirft diesen kostbaren Handspiegel weg? Ah, er ist gesprungen. Ja, aber wir können ihn ja wieder ganz machen. Machen wir auch gleich mal. Ich habe doch gar nichts gesagt. Jetzt haben wir einen. Er ist ganz beschlagen, man sieht überhaupt nichts. Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal einen Spiegel. So, das war Jahre, okay. So, eine Plane. Die können wir jetzt aber nicht einfach so mitnehmen, oder? Fest verknotet. Das dürfen wir doch nicht, oder? Für den einen oder anderen Gefallen schaue ich nicht hin. Tu, was du willst, Schlapphut. Okay. Okay. Wir sind einfach mal wieder so frech und machen es vor den Augen da von den Jahre. Ein Enterhaken. Dein Leben, nicht meins. Stipitzen wir natürlich. Sag dir noch was. Fest verknotet. Plane jetzt? Nee, ne. Da sitzt noch jemand. Oh Gott, ein Betrunkener. So, da kann man reingehen und da kann man auch lang gehen. Nun gut, ich gehe jetzt aber noch nicht irgendwo rein. Wir schauen uns erstmal draußen um. So, mit dem Betrunkenen sprechen. Ja, uns bleibt nichts übrig. Wir reden mal mit dem Betrunkenen. Hallo. Hey. Der ist ganz woanders. Vielleicht auch besser so. Oh Gott. Die Lache, herrlich. Gut. Dann sprechen wir mal mit Nuri, bevor wir hier ins Häuschen gehen. Oder anklopfen. Ich weiß ja gar nicht, ob wir da reinkommen. Nuri, meine Liebe. Wie geht's dir eigentlich? Sag mal, Nuri. Enqui Prisma Rabe. Enqui. So weit war ich noch nie von Andergast entfernt. Ich mag es hier nicht. Alles ist so dreckig. Und die Menschen sagen alle etwas anderes, als sie denken. Sogar die Tiere. Lass uns hier verschwinden. Ich will aufs Meer. Was willst du denn auf dem Meer? Es ist so weit und wir wären so frei. Wir könnten überall hinfahren und die ganze Welt sehen. Mal sehen, vielleicht später. Unauffällig verhalten. Ja, wäre gut, Nuri. Verhalte dich normal und unauffällig. Ich bin einfach ich? Nein, Nuri, genau das sollst du eben nicht sein. Irgendwie geht das. Ich suche mir einfach eine Beschäftigung. Ganz leise und unauffällig. Ich habe ehrlich gesagt meine Zweifel, dass sie wirklich sich unauffällig benehmen kann. Wir werden sehen. Prisma. Das Prisma ist sehr wichtig. Es zeigt uns den Weg nach Fanglari. Woher weiß das Prisma den Weg nach Fanglari? Tja. Es wurde sicherlich einst dort erschaffen. Gibt es Zauberschmiede in Fanglari? Sieht so aus. Sieht so aus, ja. Und Nuri, ja, der Rabe, ne? Solltest du den Raben irgendwo sehen, gib mir sofort Bescheid. Ich vermisse ihn. Versprich mir, dass du bei mir bleibst. Keine Angst, ich pass auf dich auf. Ich find's ehrlich gesagt auch komisch, dass der Rabe jetzt wirklich vom Seher geschickt werden sollte oder, ja, geschickt wurde. Bin gleich zurück. Kann ich mir gar nicht so vorstellen, ehrlich gesagt, weil der doch wirklich irgendwie nett war und uns ja geholfen hat. Schade, Bias. Okay, so. Jetzt haben wir ja noch einen Enterhaken und einen Spiegel. Okay, jetzt gucken wir mal, ob wir da in das
Häuschen reinkommen. Auf jeden Fall ist es beleuchtet, da muss ja jemand da sein. Lass uns hineingehen. Warte! Du bleibst besser draußen, Nori. Warum? Ich sehe erst nach, ob die Luft rein ist. Na gut. Du fragst nach dem Prisma, ich frage den verträumten Mann nach Fanglari. Oh, bitte nicht. Jetzt mach schon! Ich muss eine Nachricht überbringen! Erst kümmert sich gute Minka um böse Wunde. Arroken bringt mich um! Ich muss jetzt gehen! Danach komme ich wieder! Bleibst du sitzen, Kindchen, sonst verschriebelt sich Wunde. Nachricht kann warten. Warten? Ich wollte längst mit meinem neuen Kerl im Haifischzahn sein. Mit böser Wunde kannst du Männer nicht lieben, Kindchen. Jetzt sitzt er da im Bottich und wird bloß wieder ungeduldig. Oh nein. Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Oh, schön. So, eine Froschskulptur. Okay. Fingerchen weg, junger Mann. Die hat auch eine verschärfte Frisur hier, ne? wollte ich nochmal so kurz anmerken. Eimer. Den können wir mitnehmen, okay. Was ist das? Weiß ich nicht. Bandagen? Na. Das sieht's okay. Den Rucksack sieht sie wahrscheinlich auch. Was soll das denn werden, Rotzgesicht? Verzeihung, hab ihn mit meinem verwechselt. Ja, das war gut. Ein Zapfhahn. Das können wir auch wieder mitnehmen, gut. Die netten Herren hier baden eine Runde. Sieht sehr gemütlich aus, muss ich sagen. So ein Gast, dann sind auch noch welche. Moment, da lag was. Ein Handtuch. Das können wir bestimmt auch nehmen. Ich weiß zwar nicht, wozu wir den ganzen Krempel noch brauchen werden, aber den brauchen wir definitiv. So viel ist mal sicher. So, und ich habe gerade mal einen Blick auf meine Uhr hier geworfen und die sagt mir, dass es leider schon wieder so weit ist, um die Folge jetzt zu beenden. Ja, also in diesem Sinne, bleibt dran, seid gespannt, wie es hier weitergeht mit Satinas Ketten. Und in der nächsten Folge sprechen wir natürlich hier den netten Mann an und diese nette Frau und diese liebreizende Frau hier unten auch noch. Also in diesem Sinne, bleibt dran. Schaut mal wieder rein. Eure Aschna. Tschüssi.